Herzlich willkommen bei Amazon. Bitte beachten Sie, dass wir Anrufe zu Schulungszwecken aufzeichnen. Sollten Sie dies nicht wünschen, so drücken Sie bitte die 2. Falls Ihr Anliegen eine bereits aufgegebene Bestellung betrifft, bitten wir Sie, Ihre Bestellnummer oder E-Mail-Adresse bereitzuhalten. Wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen beim Amazon Connect Service. Mein Name ist Mohammed Hasni. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Hallo, ich bin der Daniel. Und zwar, meine letzte Bestellung war ein Kühlschrank. Und dann habe ich auch mit angegeben, dass der alle Kühlschrank mitgenommen wird. Das Ganze passiert am Freitag irgendwann. Meldet sich dann die Spedition um oder wie genau geht das vonstatten? Kannst du mir da weiterhelfen? Also machen Sie sich keinen Gedanken darüber. Ich helfe Ihnen gerne sofort. Okay? Und ja. Meinen Sie diesen Artikel, was Sie am 15. März 2018 bestellt, das war am Montag, und kostet 300,34 Euro. Ja, richtig. Richtig? Ja. Richtig. Und ja, Sie haben diesen Artikel nicht erhalten. Doch. Der Artikel. Also die Lieferdatum ist am... Bitte? Ja, und zwar habe ich dann mit angewählt, bevor ich den Kühlschrank hab den Kühlschrank dann in den Warenkorb getan und dann war um das Bild von dem Kühlschrank herum auf der Webseite eine Option, wo man anklicken konnte, wenn man dann Altgerät mit abgeben will. Das habe ich dann gemacht. Dann war da eine Beschreibung, was ich dann machen muss. Und dann bin ich der Beschreibung nachgegangen und dann konnte ich einen Wunschtermin auswählen. Am Montag habe ich den Kühlschrank bestellt und am Freitag wird er dann geliefert. Wäre auch schon früher gekommen. Und dann passte dann, technisch ging das nicht anders, sonst hätte es noch extra was gekostet. Meine Frage wäre jetzt, am Freitag wird der neue Kühlschrank geliefert und der alte Kühlschrank mitgenommen. Die Zeit war zwischen 10 und 14 Uhr. Meine Frage wäre jetzt, meldet sich die Spedition noch, damit ich etwas genauer weiß, wann sie kommen? Verstehen Sie? Ja, ich verstehe, Herr Braun. Aber ich habe eine Frage. Okay? Ja. Also Sie haben diese Kühl also bestellt und Sie bekommen diese Kühl am Freitag, 19. März 2018. Richtig? Und ja, Sie haben einen alten Artikel und Sie möchten eine Verzögerung veranlassen. Habe ich richtig verstanden? Oder? Ja, dann habe ich alles schon gemacht. Ich wollte nur wissen, das ist ja schon alles geklärt. Jetzt steht auch fest, dass die Spedition übermorgen kommt. Die Uhrzeit war zwischen 10 und 14 Uhr angegeben. Meine Frage wäre, ob man das von der Uhrzeit her noch genauer eingrenzen kann. Haben Sie eine Telefonnummer von der Spedition, die den Kühlschrank liefert und auch den neuen und auch den alten mitnimmt? Das wird wahrscheinlich eine und dieselbe Spedition sein. Also ich habe eine Frage, bitte. Ja. Ich habe eine Frage. Und damit ich richtig verstehen kann, okay? Also Sie bekommen eine neue Lieferung, also eine neue Kühl. Und Sie haben einen alten Kühl und Sie müssen diese alten Kühl zurückschicken, richtig? Also für die Zögerung veranlassen, meinen Sie? Ja, habe ich aber schon gemacht. Habe ich alles angegeben. Wann? Ich muss nur wissen, wann. Wann haben Sie es zurückgeschickt? Bitte? Wann haben Sie es zurückgeschickt? Nein. Zum fünften Mal. Am Montag, vorgestern, habe ich bei Amazon einen neuen Kühlschrank bestellt. Dann habe ich den Kühlschrank in den Warenkorb getan und da war unter dem Preisschild auf der Webseite, ob ich den alten Kühlschrank zurückgeben wollte. Dann habe ich da drauf geklickt, da wurde mir beschrieben, was ich machen muss, dass der alte Kühlschrank mit zurückgeht. Also, das heißt, richtig. Ich bekomme den neuen Kühlschrank geliefert und die Firma, die den neuen Kühlschrank bringt, nimmt den alten Kühlschrank auch mit. Und die kommen übermorgen zu mir zwischen 10 und 14 Uhr. Und das sind ja 4 Stunden. Und ich wollte jetzt nur wissen, ob man das Zeitfenster etwas mehr eingrenzen kann oder ob die Spedition mich anruft oder ob ich die Spedition anrufen kann, um genau zu klären, wann sie kommen. Also machen Sie sich keine Gedanken darüber. Ich helfe Ihnen gerne sofort. Okay? Ja.
Und ja, Herr Braun, ich habe die verstanden, okay? Ja. Und ich werde mit unserem zuständigen Abteilung mit Kontakt gehen. Aber zuerst, ich habe eine kleine Frage. Ja. Nur eine kleine Frage. Diesen alten Artikel, was Sie behalten jetzt, okay? Dieser alten Artikel von einem von Amazon verkauft oder versandt oder von einem anderen Anbieter? Der alte Kühlschrank. Die alten Artikel. Das ist von ja, 15 Jahre alt. Das weiß ich nicht mehr. 15 Jahre alt. Also 15, 20. Also, ja, also meinen Sie, dass diesen Artikel nicht von Amazon verkauft oder versandt? Nein. Richtig? Also ja. Das nicht von Amazon. Ja. Und trotzdem, Sie möchten eine Verzögerung veranlassen, also Sie möchten diesen Artikel an uns zurückschicken. Wenn Sie diesen neuen Artikel bekommen werden, Sie möchten diese alten Artikel an uns zurückschicken oder eine Verzögerung veranlassen, wenn ich richtig verstehen kann. Ja, richtig? So wie Sie das jetzt ausdrücken, würde ich den umtauschen über Amazon. Ich will ihn nicht umtauschen. Ich kann ihn genauso gut selbst entsorgen, indem ich zur Mülldeponie fahre. Nur Amazon hat mir das angeboten. Richtig. Sie nehmen den alten Artikel zurück. Und deswegen will ich jetzt einfach nur wissen, um wie viel Uhr die Spedition am Freitag hier ist. Herr Braun, ich habe Sie verstanden. Machen Sie sich keine Gedanken darüber. Okay. Ja. Also bleiben Sie kurz in der Leitung. Ja. Ich kontaktiere mit unserem zuständigen Abteilung und bin wieder für Sie da. Jetzt sowas. Okay? Okay. Danke. Ja. Vielen Dank für Ihr Fazit. Ja. Ich entschuldige mich bei Ihnen, dass ein bisschen länger gedauert hat. Kein Problem. Und ja, vielen Dank, Herr Braun. Und ich möchte Ihnen darauf hinweisen, dass ich mit unserem zuständigen Abteilung kontaktiert habe und haben mir informiert, dass Sie die Möglichkeit haben, diese alten Geräte zu entsorgen. Also Sie können diese einfach so entsorgen. Das ist kostenlos für Sie.
Okay, damit Sie innerhalb Deutschland, also Sie sind in Deutschland, sind, ja? Ja. Sie sind innerhalb Deutschland, ja? Also Sie können diese alte Geräte einfach zu uns sorgen. Gibt kein Problem dafür. Ja, ich weiß. Und wieso sagen Sie mir das jetzt? Ich schicke Ihnen jetzt eine E-Mail. In dieser E-Mail finden Sie die alle Informationen in Bezug auf die Entsorgen. Moment. Diese E-Mail brauchen Sie mir nicht zu schicken. Bitte? Diese E-Mail brauchen Sie mir nicht zu schicken. Warum? Weil ich diese E-Mail nicht brauche. Ich rufe aus einem anderen Grund an. Diesen Grund verstehen Sie aber nicht. Wäre es möglich, dass Sie mich zu einem Kollegen durchstellen, der mir bei meinem Problem helfen kann, weil Sie dazu nicht in der Lage sind. Herr Braun, ich habe Sie verstanden. Nein. Also als Zusammenfassung. Sie haben mich nicht verstanden. Sie haben mich nicht verstanden. Nichts gegen Sie. Sie mögen ein guter Mensch sein, nur Sie können mir bei meinem Problem leider nicht helfen. Ich habe Ihnen mein Problem, was kein Problem ist, schon 4 oder 5 Mal erklärt, aber Sie verstehen es nicht. Ganz einfach. Ich habe Sie verstanden, Herr Braun, und ich kann, was Sie gesagt haben, wiederholen. Gut, ich erkläre Ihnen nochmal, was ich will. Damit ich habe mir einen Kühlschrank bestellt und habe die Abholung von meinem alten Kühlschrank mit angegeben. Und dieses Ganze soll am Freitag zwischen 10 und 14 Uhr stattfinden. Nur da ich nicht 4 Stunden hier warten kann, will ich eine genaue Uhrzeit mit der Spedition ausmachen, wann die kommt. Haben Sie mich verstanden? Ja, ich habe Sie verstanden. Also Sie bekommen ein neues Gerät und Sie möchten von einem alten Gerät zu uns sorgen. Richtig. Das neue Gerät wird geliefert und das alte Gerät wird im selben Zug mitgenommen. Richtig. Genau. Und jetzt will ich wissen, um wie viel Uhr die Spedition zu mir kommt und das macht. Also wie? Die Frage ist wie? Können Sie das machen? Nein, um wie viel Uhr? Die Uhrzeit. Um wie viel Uhr? Also wie viel Uhr? Das Zug auf die 10 Uhr bis 12 Uhr. Mir wurde gezeigt zwischen 10 und 14 Uhr. Nur ich kann keine 4 Stunden hier warten. Ich habe noch einen Termin. Ganz einfach. Und jetzt möchte ich einfach die Telefonnummer oder die Spedition meldet sich bei mir. Die Firma, die mir den Kühlschrank bringt. Ich möchte mit dieser Firma reden und eine Uhrzeit ausmachen. Das war mein Anliegen. Ja, ich habe Sie verstanden. Ja, ich habe Sie verstanden, aber ich möchte Ihnen informieren, dass ich bei meinem System keine mehr Informationen in Bezug auf diesen Artikel. Dieser Artikel ist zu Status jetzt wird bald versandet. Und das heißt, dass bei meinem System keine mehr Informationen haben, sondern dass Sie den Artikel am Freitag, 19. März, bekommen werden, um in Bezug auf die 10 Uhr bis 14 Uhr. Das ist alles. Aber durch welchen Transportdienst bekommen Sie diesen Artikel? Habe ich noch nicht gesehen. Also ich habe diese Information jetzt nicht. Okay, damit ich Ihnen weiterhelfen kann. Ja. Also warten Sie mal. Okay, und wenn Sie möchten, ich kann Sie morgen anrufen und sage ich Ihnen Bescheid. Also welcher Transportdienst bekommen Sie diesen Artikel? Und ich kann persönlich mit diesem Transportdienst im Namen von Ihnen kontaktieren. Ja, das wäre gut. Mir geht es einfach nur darum, ich möchte wissen, ob der Artikel um 10 Uhr oder um 14 Uhr kommt. Ich habe um 12.40 Uhr habe ich einen Termin und bin dann nicht zu Hause. Nur wenn die Spedition genau dann kommt, habe ich ein Problem. Dann fährt die Spedition wieder mit dem Kühlschrank nach Hause, gell? Fährt die Spedition wieder weg. Nur ich muss das ja, machen. Ich kann keine 4 Stunden. Ja, ich habe die Frist. Ja. Ich kann keine 4 Stunden warten hier. Ich habe Sie verstanden, aber auf jeden Fall machen Sie sich keinen Gedanken darüber, wenn Sie möchten. Ich kann Sie morgen anrufen. Ja. Okay, also wir werden das gemeinsam machen und ich bleibe mit Ihnen, also jeden Tag, wenn Sie diesen Artikel bekommen werden, am Freitag. Okay? Also wir werden das Schritt für Schritt veranlassen oder machen. Okay? Ja. Also, Herr Braun, ich kümmere mich persönlich darum und ich rufe Sie an jeden Tag, okay? Und wenn ich diese Firma sehen kann
also die Hermes oder die Heil und so weiter. Okay, bin ich die herzlich willkommen bei Amazon. Bitte beachten Sie, dass wir Anrufe zu Schulungszwecken aufzeichnen. Sollten Sie dies nicht wünschen, so drücken Sie bitte die 2. Falls Ihr Anliegen eine bereits aufgegebene Bestellung betrifft, bitten wir Sie, Ihre Bestellnummer oder E-Mail-Adresse bereitzuhalten. Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Bacchessa von Amazon Kundenservice. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ich bin Daniel Braun. Ich habe gerade eine Viertelstunde mit einem Kollegen von Ihnen telefoniert und eine Viertelstunde habe ich aufgegeben, weil er mein Problem nicht verstanden hat. Jetzt ruft er mich schon dreimal an, ich drücke den Anruf weg. Ganz einfach, kurz so. Ich habe mir Montag einen neuen Kühlschrank bestellt, wie schon auf der Webseite war da eine Verlinkung, wo erklärt wurde, wer man ein Altgerät bei Amazon mit abgeben will, gell? Dann habe ich dann angewählt, da wurde mir erklärt, was ich zu machen habe. Der Kollege ruft laufend an. Dann habe ich dann gemacht, habe dann einen Wunschtermin gewählt. Der Wunschtermin ist am kommenden Freitag um zwischen 10 und 14 Uhr. Jetzt war meine Frage, ob man da zeitlich noch etwas genauer eingrenzen kann, indem Sie sich oder ich mich mit der Petition in Verbindung setze, wann die dann genau kommen am Freitag. Es geht mir nicht um eine Stunde, nur ich kann keine 4 Stunden hier warten, um dann der Künstler ankommt, weil ich bis jetzt schon mal weg muss. Haben Sie verstanden? Ja, habe ich verstanden, aber das Problem ist, Herr Braun, dass das hängt alles vom Transportdienst und nicht von uns. Verstehen Sie mich? Das ist und klar. Aber ich denke, das hängt alles an, wie der Zeitplan von denen ist. Ja. Und da können die auch keinen richtigen Zeit angeben, da die das auch nicht wissen, wann die genau bei ihnen eintreffen können, um das abzuholen. Ja, es geht mir nicht um eine Stunde oder um 2, aber ich kann keine 4 Stunden hier warten. Die werden, wenn die morgens losfahren, werden die auch ungefähr wissen, wann die hier sind. Herr Braun, entweder werden die das morgen früh abholen oder Mittag oder spätestens abends gegen 20 Uhr so. Der Zeitrahmen war fest vorgegeben zwischen 10 und 14 Uhr. Ich kann ja keine 4 Stunden hier warten. Ich sag mal, wenn die Kommission mich ja morgens anrufen würde oder im Laufe des Morgens mir sagen würde, sie wären um 12 Uhr da, wäre das kein Thema. Das werden die auch machen, Herr Braun. Bevor sie losfahren, rufen sie nochmal an und geben ihnen Bescheid, dass sie losfahren. Ja. Damit sie dann auch Bescheid wissen, wann die losfahren und wann die bei ihnen ankommen. Das machen die auf jeden Fall. Natürlich, weil sie müssen auch Bescheid wissen, wann die losfahren, damit sie auch zu Hause sind. Nicht, dass sie dann irgendwo wegfahren und die kommen dann an bei ihnen und sie sind nicht da. Okay, prima. So, der Kollege hat mich jetzt 5-mal versucht anzurufen. Dann habt ihr den 5-mal weggedrückt. Der war der deutschen Sprache nicht mächtig. Ich habe dieses Problem, habe ich dem 5-mal erklärt. Ja, Herr Braun, ich helfe Ihnen. Das war ja eine Katastrophe, war der Kerl. Nee. Ich hoffe, dass Sie mich verstanden haben, Herr Braun. Ja, alles klar, kein Thema, gut. Haben Sie weitere Fragen? Nein, das wäre schon, danke. Alles klar, schönen Tag noch, wünsche ich Ihnen, Herr Braun. Tschüss.